Hallo, ich habe heute mit der lieben Feli mir ein paar TikToks angeguckt und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß im Video und lasst gerne ein Like da, falls es dir gefällt. Yes, yes. Illegal drugs you do in your garage? Oh, there's no illegal drugs in my garage. Oh, yes, there is. And there's evidence of it. Hello what? There. Woo, woo. All illegal drugs you do in your garage. Hello there. Ich hab sehr komischen Content wirklich auf meiner For You. Aber ich like den Scheiß auch immer. So, ist einfach lustig so. Ist einfach lustig. So, das sind so richtige Wein-Videos noch von damals, die dann so viral gegangen sind. Und das ist halt TikTok. Das ist irgendwie geil. Du darfst ja eine super krass aussuchen, aber die erste Person, die antwortet, darf den Nebeneffekt wählen. Krebs als Nebeneffekt. POV, du suchst nach einem unbekannten Antwort und Kommentar. Krebs. Huch! Gut. Ein bisschen blassen. Gut. Nur er kann uns beschützen. Angst habe ich aber meistens keine mehr. Ich vertraue einfach Gott. Okay, gut. Willkommen zu 30 Sekunden News. Der ist cool, der Typ. Der macht immer 30 Sekunden News auf TikTok. Der deutsche Radsportdirektor wollte seinen Fahrer motivieren und hat gerufen, hol die Kameltreiber, weil vor ihm zwei ausländische Fahrer gefahren sind. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Cringe, wer Rassist ist und der Typ muss jetzt nach Hause. Digga, zieht euch das hier mal rein. So ein See in Argentinien ist durch irgendwelche antibakteriellen Chemikalien irgendwie pink geworden. Wow. Kann das irgendwer, der einen Chemieleistungskurs hat, bitte mal in den Kommentaren erklären, wie das geht? In Leverkusen gab es in einem Chemiewerk eine fette Explosion. Das Ganze hat leider Menschenleben gekostet und die Abgase, die da entstehen, sind für die LeverkusenerInnen auch nicht gerade ungefährlich. Nach Nordrhein-Westfalen hat jetzt auch Bayern so ein fettes Unwetter abbekommen, aber falls ihr in Bayern lebt, keine Sorge, Markus Söder ist schon vor Ort. Oh no. Willkommen. Alter. Und vor allem, aber ich feiere eh auch, weil allein schon das Möhrenmikrofon. Ja. Der hat immer ein neues Mikrofon, Voll cute. Und die Katze im Hintergrund, ja, das gibt auch noch Bonuspunkte. Also der ist cool. Der Typ ist richtig cool. Der hat auch einen Föhn oder irgendwie so. Der hat irgendwann was Neues als Mikrofon. Der ist einfach ein cooler Typ. Weiter geht's. Nichts Besonderes, nur ein weiterer schöner Tag, an dem ich F und X gleich MX plus B nicht benutzen musste. Aha. Stimmt, bei dir ist alles gekommen im Lockdown. Und jetzt ist übel. Wie alt bist du jetzt? Oder was ist das für eine Qualität? 26. Ich find's gut, wie die es versuchen, schön zu reden. Ey, früher hatte ich auch 0 Bart. Redet's nur schön. Think I'm losing my mind. Gott, ich glaube, wir gucken uns eine Reaction of Reactions an. Ja. Wenn Emily bei einer Notrufzentrale arbeitet, be like. Hallo, Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hier, bei mir zu Hause läuft ein Mörder rum. Ein Mörder? Ja. Okay, können Sie ihn mir beschreiben? Er trägt schwarze Klamotten. Nein, ich meinte so Hautfarbe. Er ist dunkelhäutig. Wollen Sie damit sagen, dass alle Schwarzen Mörder sind? Nein. Black Lives Matter. So, ja, Black ich weiß, aber Life der ist dunkelhäutig. Matter. Hier läuft ein Mörder rum. Dunkelhäutige sind Menschen. Ja, ich weiß, dass schwarze Menschen sind. Ich weiß es. Ja, ich verstehe den Typ. Ich verstehe den Joke. How far would you drive for the girl of your dreams? I would drive anywhere. What about to Nebraska? Oh, we go to Nebraska? Fuck no. How far would you drive? Okay. Oh mein Gott, du bist eine Tanne. Eine Tanne? Tannen sind irgendwie kacke. Echt? Ich meine, es sind. Was machen Tannen? Tannen, das sind halt useless, sind so Nadelbäume. Ihr verändert nicht eure Farbe, ihr werdet getötet für Weihnachten. Ja, aber ich bin so eine coole Tanne, so eine riesige Tanne. Eine riesige Tanne. Also 2.1. bis 11.1. Tanne, das geheimnisvolle Alternativ Eibe. Was ist denn eine Eibe? Eibe ist so ein Laubbaum, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Was bist du vom Baum? Aus. Ich bin Ahorn. Ahorn sind die coolsten Bäume, wir werden im Herbst richtig pretty. Okay, Ahorn ist cool. Ja. Weil das Ahornblatt auch so aussieht wie das Weedblatt. Ja, siehst du, ich bin die coole Baumgang. Scheiße, du bist ja nicht so cool wie ich. Ja, okay, du hast gewonnen. Okay. Ja. Der Verbraucher will das so. Das behaupten viele Hersteller, wenn sie für ihre umweltschädlichen Plastikverpackungen kritisiert werden. Jetzt kannst du Herstellern ganz einfach mitteilen, dass du keinen Bock auf Plastikverpackungen hast. Scanne dafür einfach ein Produkt mit der kostenlosen Replace Plastic App und mit nur ein paar Klicks schickst du die vorgefertigte Forderung nach nachhaltigeren Verpackungen an den Anbieter. Ziemlich genial, oder?
Der ich glaube nur nicht, dass es das jemand durchliest. Der ja, Verbraucher will das so als Ausrede, dass die das machen. Also so. Ich glaube halt auch, dass das nicht so viel bringt bei den Herstellern, weil die gucken ja auf Kosten und so weiter. Ja, ja, voll. Ja, deswegen. Und zum Beispiel sowas wie Chips, was ist die Alternative gerade? Naja, es gibt halt schon Chips in so relativ papierigen Tüten. Ist okay. Ja, aber es ist immer noch Plastik, oder nicht? Also immer noch Plastik mit drin, oder? Ich weiß nicht, aber ich meine zumindest besser als komplett Plastik. Was also, ich nicht verstehe, ist Schokolade. Weil es gibt super die ganzen geilen Schokoladen, sowas wie Tonys zum Beispiel. Tonys ist ja, also das was ist ja so eine. Was ist denn Tonys? Tonys ist so eine Edelschokolade also, oder so ein Markenprodukt aus Amerika. Das ist so eine ganz coole, also die ist wirklich beliebt. Habe ich noch nie probiert. Ist halt eine internationale Schokolade, eine der wenigen, die international sich durchgesetzt haben. Gibt's aber in Deutschland weniger, aber wenn du zum Beispiel nach Holland fährst, gibt's sie da überall. Mhm. Die ist zum Beispiel komplett in Papier nur eingepackt. Ja, aber Schokolade ist ja eigentlich auch richtig easy, ja. Das im Papier einzupacken. Die ist komplett, so. Ton ist belgisch, ah, okay. Aber vielleicht kostet halt Papier für die Unternehmen mehr als Plastik und dann denken die sich so. Ich denke so. Nämlich auch. Mhm. Plus, ich glaube, im Plastik hält sich schon noch länger wieder als im Papier. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt sogar beim Edeka, wurde geschrieben. Ich habe die noch nie Tonys, gesehen. Ja. Halt. Tonys gibt es auch, ja, bei so, ich sag mal, Premium-Supermärkten gibt es die. Hi, dir gefällt das Video? Nee, du musst kein Like geben. So, mehrfach Instagram folgen. Heißt dort dem Jacken, erster Link, Videobeschreibung. Ja, voll gern rein. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video und so, ne? Mhm. Gut, wir machen weiter. Halt, ja. Was geht? Ich bin Michael Blaze und ich mache elektronische Mucke. Und ich scroll so letztens durch mein Instagram durch und sehe im Explorer ein Video von einem Rapper. Und ich fand den Song, der da drin war, mega, mega geil. Und dachte mir, hey, vielleicht kann man diesen Song irgendwie verbinden mit meinem Deep House Sound. Hab Shine direkt geschrieben und meinte, hey, wollen wir was daraus zusammen machen? Er fand die Idee geil, ich habe was gebaut, hab's ihm geschickt, er fand's mega. Wir waren zusammen im Studio. Wenn er mir den Track jetzt nicht zeigt, dann werde ich wütend. Zusammen recorded, und zusammen fertig gemacht. Sagt er so, und was ich damit sagen will ist, wenn ihr Produzentin oder Produzent, Sängerin, Sänger oder was auch immer seid und ihr Bock habt, mit jemandem zu arbeiten, den ihr einfach irgendwie auf Instagram oder so seht, dann schreibt der Person einfach eine Nachricht, die blöd sich anhört. Und ja, in den meisten Fällen bekommt ihr wahrscheinlich keine Antwort. Zeig den Track, mein Junge! Ja, aber vielleicht gestern kommt nicht mehr. Entsteht am Ende sowas wie ein gemeinsamer Song. Oder? Was geht? Oh mein Gott, wie unsatisfying! Oh. So ein bisschen angeteasert im Hintergrund, aber er will halt Werbung einfach nur dafür machen, I guess. Melden! Wie kann ich den... Erstmal reporten! Ah, ich kann ihn hier nicht Blaze ausblenden. Und ich will ihn ausblenden. Ich mache elektronische Scheiße, Wichser. Wir wollen die gleichen sportlichen Aktivitäten ausführen wie ihr und wir wollen 0,2% mehr verdienen, damit wir genauso viel verdienen wie ihr. Wir wollen das Gesetz abschaffen, dass der Mann legal in der Ehe eine Frau vergewaltigen darf. Das gehört sich einfach nicht. Auf der Ampel gehört eine Frau hin, ein Mann hat da nichts verloren. Warum? Nee, der Typ ist es nicht. Hi, ich bin Max. Trans, androsexuell. Oh nee, queer. Ja, ganz komische Vibes, das ist nie ein guter Start von einem TikTok. Wir benutzen im Englischen they, them. Hi, mein Name ist Olli. Ich identifiziere mich als BMW E36. Ja. Ihr könnt nicht spazieren gehen und danach saufen. Oder uns im Park legen und dabei saufen. Oder bei einem Film saufen. Oder einfach saufen. Einfach saufen. Vergiss nicht saufen! Ihr könnt nicht spazieren gehen. Ah, da sehe ich mich heute Abend. Just saufen. Mhm. Da sehe ich mich heute Abend. But if the human body doesn't get water, it will die. I hate to break it to you, but this is not water. No, but it's a liquid. But if the human... Oh, aha. Gut, ich trinke gerade Arizona Ice Tea, auch nicht viel besser, glaube ich. Ja. Aber Arizona Ice ist auch geil, ich fühle den wieder. Ah. Ich hatte auch gerade die Wahl beim Kühlschrank, ob ich jetzt einen Red Bull hole oder ob ich mit denen hier hole. Ich dachte mir, komm, Red Bull ist noch schädlicher. Das stimmt, das ist noch die bessere Alternative. Ja. Da trinkst aber du generell viel Wasser oder eher so? Ich sollte mehr Wasser trinken. Ja. Aber dafür esse ich gerade einen unfassbaren krassen Proteinjoghurt. Erstmal ist in diesem Joghurt 44 Gramm Protein drin. Und ich habe noch 50 Gramm Protein durch Proteinpulver reingetan. Plus ich habe noch Haferflocken drin. Bedeutet, das ist sowas von eine Ballaststoff-Proteinbombe, was ich hier gerade esse. Und schmeckt lecker. Und dann nachher noch zum Training? Und mal gucken. Ich habe noch Muskelkater am Rücken und an der Brust. Von daher... Ich könnte Arsch trainieren, klar, aber... Ah, knackiger Po bei Männern ist immer gut. Ja. Ja. Ich trainiere sehr viel Arsch. Arsch ist schön zu... Also,
Macht mir gar keinen Spaß. Arsch macht Spaß zu trainieren. Ich finde, Arsch macht richtig Spaß. Ich finde Arsch angenehm. Arsch und Beine sind das angenehmste zum Trainieren. Was? Ja. Aber squattest du? Ja. Mit wie viel Kilo? Ja, bisher halt so normal. Mit ja, okay, das ist ja voll entspannt. Ja, okay. Aber ich werde mir eine Fitnessstudio-Membership holen und mit Gewichten machen. Okay. Also, irgendwann werde ich das anfangen zu fühlen und dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, Leg Day ist ja. Not also, good. Wenn ich halt mit nochmal meinem Körpergewicht auf meinen Schultern dann plötzlich so squatten muss, also mit dann insgesamt so, ja, so knapp 200 Kilo. Alter. Dann. Also insgesamt, dann, ja. Nackig. Ja, wenn du unten bist, denkst du dir, oh. Das Problem ist, dass du so eine krasse Körperspannung halten musst beim Squatten. Also wenn du halt viel Gewicht drauf hast. Das ist halt, man kann auch ohne Kilos lange squatten, sodass es brennt. Ja, aber ich will halt auch mehr Gewicht schaffen irgendwann. Plus, wenn man viel Gewicht schafft, dann trainiert man auch die Sprungkraft gleichzeitig mit. Das ist sehr geil. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und es habt auch gerne rein, wenn ihr Bock habt. Und, ja. Macht doch sonst auch viele wunderbare Dinge.